Der Medienverbund ist ein grosser und essentieller Bestandteil der PHSG und bietet eine grosse Auswahl an Dienstleistungen, Literatur und Material an. In dem Video stellen wir euch die wichtigsten und nützlichsten Möglichkeiten vor, wo die einzelnen Mediatheken an den Standorten Gossau, Hadwig und Stella Maris anbieten. Wir haben den Leiter der Mediathek, August Scherer, dazu befragt, was die Hauptaufgabe des Medienverbund PHSG ist. Dass der Medienverbund den doppelten Auftrag hat, sowohl für Studium, Lehre, Forschung, Informationsversorgung zu machen und dann aber auch eben die Funktion vom klassischen didaktischen Zentrum als Lehrmittelversorger für die Lehrpersonen der Volksschulen. Uns hat direkt interessiert, wie sich der Medienverbund von anderen Bibliotheken und Mediatheken unterscheidet. Dazu hat August Scherer ganz knapp gemeint: Das sind die beiden Medienwerkstätten, die bei uns organisatorisch integriert sind. Das ist ein Unikat, soweit ich den Überblick habe in der Szene. Eine von diesen Medienwerkstätten befindet sich im Hadwig in St. Gallen und bietet für Studierende eine Vielzahl an auslehnbaren Materialien und interessante Dienstleistungen an. Die beliebtesten Dienstleistungsangebote, die wir hier in der Medienwerkstätte an der PHSG haben, sind sicher der Plakatdruck, dann das Fotostudio, das viel genutzt wird, auch für Porträtfotos, aber auch für Aufnahmen mit dem Greenscreen und sicher die Ausleihe von iPads für die Lehre. Neben der Medienwerkstatt befindet sich die Mediathek, die eine reine Studiobibliothek ist. Von Literatur her haben wir vor allem wissenschaftliche Literatur im Bereich Erziehungswissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Sozialwissenschaften. Das ist der grosse Fokus und dann auch die fachwissenschaftlichen Bestände, die dort sind. Falls man Unterstützung braucht bei Recherchearbeiten, kann man Mitarbeiter von der Mediathek mittels einer Anfrage um Hilfe bitten. Und wie an jedem Standort vom Medienverbund können Medien, Materialien und Literatur von anderen Standorten abgegeben werden. Stella Maris in Rorschach betritt die zweite Medienwerkstatt, die ebenfalls sehr umfangreich ausgestattet ist. Unter anderem auch ein Greenscreen. Direkt anschliessend zu der Medienwerkstatt befindet sich die Mediathek Stella Maris, die sich hauptsächlich auf Lehrmittel auf Primarschulniveau spezialisiert hat. Das Literaturangebot wird zusätzlich ergänzt durch Arbeitskisten und Bilderbücher. Der Standort Gossau betreibt für Studenten eine Mediathek mit dem Fokus auf Lehrmittel für die Oberstufe. Zusätzlich kann man auch verschiedene Schlüssel auslehnen, wie z.B. für den Werkraum oder für den Kraftraum. Nachdem wir gesehen haben, wie der Medienverbund aktuell steht und besteht, haben wir den Leiter August Scherer gefragt, wo es in Zukunft mit dem Medienverbund hingeht, hinsichtlich digitaler und physischer Medien. Er meint dazu: Haptische Komponente ist ein ganz zentrales, wichtiges Element, glaube ich, für den Lernprozess nach wie vor. Und von dem her gehen wir davon aus, ja, das physische Medium und auch das klassische Buch dürften in den nächsten Jahren noch eine höhere Bedeutung haben. Und entsprechend fahren wir nennen das im Bibliotheksbereich, wir fahren eine hybride Strategie. Das heisst, grundsätzlich, wenn wir unsere Benutzenden nicht erziehen und eine Digital-Only-Strategie fahren, das machen die Bibliotheken, sondern wir schauen her und sagen, was ist eure Bedürfnis, wie habt ihr das Gefühl, könnt ihr am besten arbeiten. Und dort, wo die Einschätzung ist, dass es mit dem physischen Medium besser geht als mit einem elektronischen, werden wir auch künftig noch physische Medien nach wie vor anschaffen. Zum guten Schluss haben wir unsere Interviewpartner noch gefragt, ob sie noch jeweils einen Geheimtipp haben. Das ist die Digitale Schulbibliothek St. Gallen. Das ist eine Sammlung von elektronischen Unterrichtsmaterialien, die frei zugänglich sind. Eine Sammlung, die wir machen gemeinsam, national, mit Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Schweiz. Ein attraktives Angebot, aber vielleicht weniger bekannt, ist sicher, dass man in den Medienwerkstätten, vor allem hier am Standort Hadwig, zwei fest installierte Arbeitsplätze haben, eine Art Multimedia-Produktionsarbeitsplätze mit leistungsstarken Macs. Darauf sind auch Adobe-Produkte installiert, die man nutzen kann, zum Filmschneiden, zum Audioproduktionen machen,
um mit dem Greenscreen in der Medienwerkstatt etwas testen, zum was auch immer. Ja, die dürfen gerne mehr genutzt werden. Vielleicht für Gruppenarbeiten, Projektarbeiten sicher gut geeignet. Unser Geheimtipp ist jedoch definitiv der Grill, der in Gossau stationiert ist und jederzeit ausgelehnt werden kann.